도시 술. 독일의 주 중에 튜링을 하는 주인데 여기가 옛날 동독. 오늘 우리가 사냥꾼 되기 위해서 총 쏘는 디스플린들을 다 할 거고 권총도 이제 가져왔는데 그것도 한번 해보려고 하고. 잘하면 너도 총 쏴도 될 것 같아요. 처음인가 그럼? 처음이지. 오케이. 다오긴 다 온 것 같아. Alright. 저기구나. 들어가는 데라. 아이고야. 그래, 다행이다. 들어가서. 알렉스는 내가 자주 이제 사냥 가는 나이트타임 사냥꾼을 그 이제 교육하는 선생이야. 근데 이제 특별히 무기 쪽으로 전문가고 그 무기 관련된 책들도 많이 쓰고 무기 박사야. 야, ganz neu. Ziemlich frisch, genau. Ein Mann frei. Ich wollte gerade sagen, das kann eine Karabiner fährt man immer nur für die Hirschen. Alle Gehörschutz? Alle Gehörschutz, ja. Browning Maral, Kaliber 308. Mhm. Einfach mal schauen, gucken, einfach mal einstellen, wir können tauschen. Okay. Vom Sitzen her bequem. Okay. Sollte funktionieren, oder? Einmal drei Schuss rein. Gerne. Dann sollte es funktionieren. Alle Kopfhörer auf. Alle Kopfhörer auf. Ist eine 5 tief. Boah, was ein Sound. Ja, das Sound ist echt geil. Boah. Hi. Ich bin der Il. Wir sind hier im Schießsportzentrum in Suhl und ich schieße gerade auf die 100 Meter Scheibe. Der war schon besser. Der war richtig gut. 9 recht. Fast Loch in Loch, 9 recht. Okay. Komm, schieß dreimal. Ja, dreimal. Ja, probieren wir es mal. Soll ich anmachen? Ich mach das auch nochmal, ja? Ja. Ja? Die haben noch gar nicht geschossen. Noch gar nicht. Einmal reinlegen, wie wir es gesehen haben, mhm, und ausrichten. Zielfernrohr hier kann man verstellen. Mhm. Geht auch vielleicht ohne Brille, ich weiß es nicht. Die richtig in die Schulter pressen. Also richtig dran mit der. Das ist zu tief. Einmal hoch. So. Weil sonst tut's weh. Okay. Ja? Dann einmal, wir mal probieren einfach mal den Abzug. Einmal den Hebel schnippen lassen, die Waffe ist leer, es kann noch nichts passieren. Nach hinten ziehen und schnippen lassen. Jetzt, genau. Und jetzt? Also geht relativ einfach. Ja? Richtig festhalten, am besten vielleicht die andere Hand hier zur Unterstützung. Also schön in der Schulter halten, weil sonst tut's weh. Den Hebel nach hinten ziehen, schnippen lassen, dann ist es scharf. Und jetzt, wenn Druck erhöhen, die Waffe ist scharf. First shot. Das war, würde ich sagen, ist hier mit reingegangen. In die 9. Wow, good shot. Einen noch. Das war wieder die 9. Super Spaß. Sehr gut. Für das erste Mal sehr gut. Die 9 war von mir? Die ist. Ja, die ist. So, hier, wie gesagt, Smith & Wesson. Smith & Wesson, 357 Magnum. Zu beachten ist hier eben die Drehrichtung der Trommel. Mhm. Erkennt man hier an dieser flachen Stelle, das gibt immer die Drehrichtung an. Wenn ich die Patronen belade, lade ich hier rein und sehe zu, dass ich sie so reinklappe. Damit, wenn ich vorspanne,
die erste Patrone genau fluchtet. Einmal zur Sicherheit. Hier, also das, ich sagte, das schreit nach dem Jagdschein. Good job. Ja. Du merkst einfach, du drückst den irgendwie schon durch die Kraft nach oben weg. Ja. An John Che. Sicherheit. Ja. Okay, also gut. Das ist nicht der Grüne, es ist der. Und immer offen transportieren. Mhm. Please insert your card. Jungen Männer übergeben. Es ist alles schon entsichert, ist schon scharf. Darf ich noch ganz kurz? Ja. Okay, und hopp. Okay, sehr gut. Und hopp. Super. Ich sehe, sie sind schon geübt, sie können noch zwei Schuss laden. Und hopp. Zwei, sehr gut. Und hopp. Hopp. Machen wir eine linke, dass sie so kommt. Und hopp. Volltreffer. Okay. Sehr gut. Wer möchte? Ja, mit dem Voranschlag, genau. Hopp. Gut. Ja. Stell dich mal etwas enger zusammen, die Beine. Ja. So, sehr gut. Immer einen Anschlag und Kopf hier vor. Und Gewicht so ein bisschen aufs linke Bein. Nicht so extrem. Fertig? Ja. Komm. Hey! Yay! Hey! Hey, dein Ding muss da mal aufheben. Aber macht doch Spaß, oder? Du machst richtig Spaß, ne? Das schreit nach einem Jagdschein. Sehr gut. So, jetzt habt ihr gesehen, was erwartet wird von einem Jäger in Deutschland. Jetzt wisst ihr ungefähr, was ein deutscher angehender Jäger an Schießfertigkeiten bringen muss, um seinen Jagdschein zu bekommen. 네, 여러분, 저는 그때 이제 시험했던 그 슈팅 디스플린들을 다시 해가지고 되게 긴장했었어요. 근데 되게 즐거운 시간이었고요. 그리고 실제로 나가서 사냥할 때는 또 모든 것이 달라져요. 그거를 다시 한번 또 깨달았던 그런 시간이었습니다. 감사합니다.